Und da hat er nun jetzt angefangen. Ich war ein Mann ohne, mit einer, sagen wir, gewöhnlichen, ungepflegten Stimme. Vielleicht trank er, ich weiß es nicht, rauen Stimmen. Er sprach irgendeinen Dialekt aus der Südwestecke Deutschlands und sagte mir, wie er hier das alles schön dicht gemacht hätte, dass das alles abgedichtet würde, denn hier würde ein Motor eines russischen U-Bootes arbeiten und die Gase dieses Motors würden hier hineingeführt werden und da würden die Juden vergiftet werden. Das war für mich auch ungeheuerlich. Ich bin keine so robuste Natur, die, sagen wir mal, ohne irgendwelche Reagenz irgendetwas über sich, in dieser Art über sich ergehen lassen kann. Wenn ich heute eine klaffende Schnittwunde bei einem Menschen sehe, dann kann ich nicht zusehen. Ich gehöre zu dieser Kategorie von Menschen. Sodass man mir oft sagt, ich hätte kein Arzt werden dürfen. Ich weiß es auch jetzt noch, wie ich mir darunter sofort die Sache bildlich darstellte und dass ich irgendwie auch unsicher in meinem Gehaben wurde, als ob ich eine aufregende Sache hinter mir hätte, wie das eben schon mal so vorkommt, dass man nachher eben so ein leises inneres Zittern oder so ähnlich möchte ich es ausdrücken hat. Damit war meine Sache ja erfüllt und wir fuhren nach Lublin zurück und ich fuhr dann nach Berlin und habe dem Chef der Sicherheitspolizei diese Sache berichtet. Müller selbstverständlich auch. Nicht aber halt, ja, Heidrich, aber Müller war mein unmittelbarer Vorgesetzter. Ich habe mich bei ihm ja auch abmelden müssen und habe ihm auch berichtet. Ich habe das gesagt, was ich jetzt gesagt habe. Möglich, dass ich jetzt einige Sachen auch durcheinander bringe, darf ich mir vielleicht mal selbst ein paar Jahreszahlen und Dienste machen, dann vielleicht, weil ich bemüht bin, irgendwie in einer gewissen Ordnung zu bleiben. Das war, ja, ich sagte vorhin, es muss Spätsommer, Herbst gewesen sein, denn ich entsinne mich noch, dass diese Holzhausbauten in einer Laubbaumzone gewesen sind, ziemlich dichten Laubbauzone, größere Bäume und so im vollen Schmuck ihrer Blätter waren. In welchem Jahr? Das war im 41. Also nach dem Kriegsausbruch Deutschland. Russland, 41. Das wäre also 1941 im Herbst. Jetzt, ich bin nämlich weiter geschickt worden nach Kulm in Wartegau. Jetzt muss ich mal sehen, wann war das gewesen in Wartegau. Kulm? Kulm, nach Kulm. Kulm. Kulm in Wartegau. Ich muss mal überlegen, wann war das gewesen, Kulm in Wartegau. Das war das erste Mal, dass ich eine solche Sache ansehen musste. Und hier bin ich aber von Gruppenführer Müller geschickt worden. Ich darf das gleich sagen. Wartegau, jetzt ist es auf jeden Fall nach dieser Sache gewesen. Winter war es nicht. Es war kein Schnee. Ich erinnere mich auch jetzt kalt. Weiß nicht, war das auch Herbst 41 oder war das jetzt 42, lässt sich aber auch sehr leicht rekonstruieren, nämlich es liegen ja bestimmt viele Aussagen vor,
wann das Ghetto Litzmannstadt und überhaupt die Wartegau-Angelegenheit behandelt wurde, wann dort die Juden vernichtet wurden. Nämlich um diese Anfangszeit herum bekam ich Befehl von Müller, nach Litzmannstadt zu fahren und ihm zu berichten, was dort vor sich geht. Er hat mir es nicht so genau gesagt wie Heiderhirn, so krass, sagte mir, dort ist eine Judenaktion im Gange. Müller hätte das nie in dieser nackten, brutalen Form gesagt, hätte ein Müller nie getan. Er hat eben so ungefähr gesagt, dort ist eine Judenaktion im Gange. Eichmann, fahren Sie runter, Sie wissen, was da vorgeht, berichten Sie mir. Bin hinuntergefahren, melde mich bei der Stabulei Litzmannstadt, frage dort und dort wird mir beschrieben, das ist ein Sonderkommando, das der Reichsführer eingesetzt hat, und zwar untersteht das dem, jetzt weiß ich nicht, SS-Polizeiführer Gau Warteland oder höheren SS-Polizeiführer Gau Warteland. So ist es mir noch in Erinnerung. Es wurde mir aber genau angegeben, wo dieses Kultus ist. Vielleicht hat man mir auch einen Beamten mitgegeben, damit der Weg gefunden wird. Sicherlich, denn ich musste ja irgend zu einer Stelle hingehen, die mich, die, sagen wir mal, Vertrauen zu mir hatte. Aber wer das nun jetzt herstellte, Vermittlung, dass ich vom Reichsheeresamt komme, im Auftrag vom Gruppenführer Müller, und hier mir das anzusehen habe, zwecks Berichterstattung an den Gruppenführer Müller, das weiß ich heute nicht mehr. Ich weiß bloß Folgendes, dass ich Folgendes gesehen habe. Einen Raum, wenn ich mich noch recht entsinne, vielleicht fünfmal so groß wie dieser hier, viermal so groß kann er gewesen sein. Da waren Juden drin, die mussten sich ausziehen. Und dann fuhr ein Lastwagen vor, der ganz geschlossen war, wo vorne die Türen aufgemacht wurden, und fuhr gewissermaßen bis an eine Rampe ran. Und da mussten jetzt nun die nackten Juden reingehen. Dann wurde der Wagen zugemacht und er fuhr los. Wie viele Menschen fasste der Wagen? Ich weiß es nicht genau zu sagen. Ich habe nicht einmal genau zusehen können. Ich habe nicht hingeschaut die ganze Zeit. Ich konnte es nicht. Mir hat es genügt, das Schreien und ich war innerlich zu erregt gewesen, um noch weiter. Ich sagte das auch Müller bei seiner Berichterstattung. Er hat von meiner Berichterstattung nicht viel profitiert. Ich fuhr dann dem Wagen nach, sicherlich mit einem der Leute dort, die den Weg gewusst haben. Und da sah ich das Entsetzlichste, was ich in meinem Leben bis dahin gesehen hatte. Der fuhr an eine längliche Grube. Die Türen wurden aufgemacht und heraus wurden Leichen geworfen. Als ob sie noch lebten, so geschmeidig waren die Glieder, wurden reingeworfen. Ich sehe dann noch, wie ein Zivilist mit einer Zange Zähne rauszieht. Und dann bin ich abgehauen. Dann bin ich im Wagen und bin weg und habe nichts mehr gesprochen. Seit der Zeit konnte ich mit den Fahrern, stundenlang nebenher sitzen, ohne ein Wort mit meinen Fahrern zu sprechen.
Da war ich bedient. Da war ich fertig. Ich weiß nur noch, dass ein Arzt dort in einem weißen Kittel mir sagte, ich solle durch ein Guckloch schauen, wie sie im Wagen drin waren. Das habe ich abgelehnt, ich konnte nichts mehr sagen,